danke fürs Erscheinen zu meinem Vortrag. Der Vortrag steht halt unter dem Motto dynamisches Secrets Management mit Terraform und Vault. Bevor ich anfange, wer hat schon einmal von Terraform und Vault was gehört? Vielleicht kurz aufzeigen, oder? Doch, einige dabei. Gut, dann bevor ich ins Thema reinsteige, nutze ich kurz den Moment, um mich und die NTS ganz kurz vorzustellen. Mein Name ist Till Mertlitz, ich bin seit 2021 Systems Engineer bei der Firma NTS. War davor lange Zeit in Deutschland beim großen Cloud-Provider und habe mich dort hauptsächlich um Linux, Data Center, Infrastruktur gekümmert und bin in den letzten Jahren immer mehr in das Thema DevOps, Container, Kubernetes reingerutscht. Habe mich sehr dafür interessiert, beziehungsweise war in der Arbeit, ist es immer mehr aufgekommen. Genau, und bei der Firma NTS betreue ich seit 2021 Kunden in diesem Bereich, hauptsächlich im Automatisierungs- und Kubernetes-Umfeld. Falls noch niemand von der Firma NTS gehört hat, wir sind der klassische IT-Dienstleister, Enterprise-IT-Dienstleister und bieten eigentlich ein großes Portfolio über die komplette IT-Infrastruktur an. Network ist so ziemlich der größte Bereich bei uns, aber mittlerweile decken wir auch die meisten anderen Felder von Security über Data Center, Collaboration, sprich Videokonferenzsysteme und so weiter, Cloud mit ab und wir bieten eben auch sogenannte Super Services für unsere Kunden, also sprich Managed Services. Wir übernehmen für die Kunden auch den Betrieb ihrer Infrastruktur oder von bestimmten Technologiebereichen. Ganz kurz noch ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Wir haben mittlerweile über 600 Mitarbeiter an 19 Standorten. Unser Hauptstandort ist da in Graz, beziehungsweise in Raber, also am Stadtrand von Graz. Dort ist der Hauptstandort. Und die anderen Standorte verteilen sich mittlerweile über ganz Österreich, Südtirol, Deutschland. Und dann haben wir auch noch kleinere Standorte in Australien und USA zum Beispiel. So, genug zur Werbung. Worum geht es in meinem Vortrag heute? Ich möchte prinzipiell die beiden Tools, also Terraform und Vault, ein bisschen vorstellen. Es wird jetzt kein sehr tieftechnischer Vortrag, weil dafür fehlt einfach die Zeit. Ich möchte die Tools einfach kurz vorstellen. Und auch die Firma HashiCorp, die dahinter steht. Und anhand von, im Prinzip zwei Use Cases eigentlich, vor allem dem Use Case von dynamischen Secrets, eigentlich nur kurz zeigen, was diese beiden Tools können und was sie auch in Gemeinsamkeit können. Genau. Und am Ende, kurzes Q&A, mal schauen, wie viel Zeit dann am Ende bleibt. Würde auch bitten, vielleicht, dass wir die Fragen dann am Ende stellen, damit wir mit der Zeit gut zurechtkommen. Gut, Firma HashiCorp. Das ist die Firma, die dahinter steht, hinter diesen Tools. Auch hier wieder ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Ist von zwei Studenten in Kalifornien, im Silicon Valley, 2012 gegründet worden. Der linke Kollege heißt Mitchell Hashimoto und von dem kommt auch der Firmenname ursprünglich. Die haben das beide 2012 gegründet. Klassisches Silicon Valley Projekt eigentlich, wie man sich's vorstellt. Und ist mittlerweile, beziehungsweise seit 2021 schon an der Börse und betreut fast 4000 Enterprise-Kunden, entweder direkt, beziehungsweise hauptsächlich eigentlich über Partnerfirmen. NTS ist auch eine Partnerfirma von der HashiCorp in Österreich. 2000 Mitarbeiter, extrem viele Technologiepartner inzwischen, also vor allem eben auch aus dem Enterprise-Umfeld, um eben mittels der Tools von HashiCorp diese Produkte und Technologien von diesen Herstellern nutzen zu können. Ganz kurzer Blick auf das Portfolio, was HashiCorp eigentlich neben Terraform und Vault noch so an verschiedenen Tools anbietet. Also wie gesagt, Terraform und Vault sind so ziemlich die bekanntesten eigentlich. Ich glaube, mit Terraform hat es ursprünglich auch angefangen. Und sie decken mittlerweile eigentlich den kompletten oder alle Stacks eigentlich über komplette IT-Infrastruktur ab. Ja, also unten klassisch Infrastructure, aber auch für Security, Networking und den Betrieb und das Deployen von Applications
bieten sie mittlerweile Tools an. Neben Terraform und Vault dürfte vielleicht noch Consul bekannt sein als ja, Service-Mesh-Lösung und ein bisschen darüber hinaus. Nomad ist mittlerweile auch relativ bekannt als Orchestrierungsplattform für Container, aber nicht nur Container, sondern mit Nomad kann man auch klassisch VMs oder auch einfach Binaries, Java-Binaries betreiben und stellt so ein bisschen ja, ein Konkurrenztool zu Kubernetes zum Beispiel da oder zu Docker. Genau, alle Produkte von der HashiCorp sind prinzipiell Open Source. Also ich kann wirklich alle Tools, die auch da aufgelistet sind, mir kostenlos runterladen und benutzen. Oder wenn ich möchte, auch dran mitwirken. Gibt es eine sehr große Community rund um die HashiCorp-Tools. Und es gibt dann für 4 von den Produkten mittlerweile so Terraform, Vault, Consul und Nomad auch Enterprise-Versionen für Enterprise-Kunden. Die bieten dann halt noch zusätzliche Features, die für Enterprises interessant sind. Wir haben große Management-GUI-Plattformen, haben auch SaaS-Versionen davon im Einsatz. Ich kann Ticketsysteme wie zum Beispiel ServiceNow anbinden. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Aber prinzipiell die Core-Funktionalität, die ist bei den Open-Source-Versionen voll gegeben. So, kommen wir zu Terraform, beziehungsweise Infrastructure as a Code. Terraform ist immer ein klassisches Infrastructure as Code Tool. Ganz kurz, was ist Infrastructure as Code? Ein Thema, das immer mehr aufkommt. Ja. Es geht darum, wie ich meine Infrastruktur, beziehungsweise meine IT-Infrastruktur automatisiert managen kann. Also, früher hat man es oft so gemacht, neben dem manuellen Weg natürlich, dass man sich für die und die Aufgabe irgendwelche Skripte bastelt, sei es in Bash, in PowerShell oder ähnliches. Und mit Infrastructure as Code geht man halt diesen Weg weiter und versucht wirklich, die komplette IT-Infrastruktur und den kompletten Stack in Code oder sogenannten Code abzubilden. Und der Code soll auch gleichzeitig die Dokumentation sein. Das heißt, es hilft mir dabei, meine IT-Infrastruktur zu dokumentieren, so dass ich auch immer am aktuellen Stand bin, was habe ich draußen in meinen Rechenzentren, in meiner Umgebung überhaupt am Laufen, wie ist es konfiguriert, welche Ressourcen benötigst, etc. etc. Klassische Sprachen für Infrastructure as Code sind YAML, sehr breit im Einsatz, zum Beispiel bei Ansible wird es auch genutzt, wer Ansible kennt. HCL ist die HashiCorp Configuration Language, die bei Terraform eingesetzt wird. Also das ist eine eigene Sprache, die HashiCorp entwickelt hat. Oder JSON gibt es auch meistens Möglichkeiten, das zu nutzen. Gewisse Vorteile, die mir Infrastructure as Code oder die Nutzung von diesem Infrastructure as Code Prinzip bietet, ist, dass ich meine Infrastruktur quasi versionieren kann, beziehungsweise die Konfigurationen, die ich schreibe, versionieren kann, weil in den allermeisten Fällen, oder so ist es eigentlich Best Practice, speichert man dann diese Code-Dateien, diese Konfigurationsdatei in einem Version-Control-System, wie zum Beispiel GitLab, GitHub etc. Und wickelt dann darüber die ganze Versionierung ab. Dadurch, dass ich das alles in Files gegossen habe, meine Konfigurationen, kann ich es auch einfach wiederverwenden, teilen. Also ich kann diesen Code nehmen und den immer wieder für neue Infrastrukturen und für neue Umgebungen hernehmen und neu provisionieren. Ich kann mit den Mitarbeitern, mit meinen Kollegen leicht teilen. Ich kann es leicht reproduzieren, also es ist leicht reproduzierbar und vor allem auch nachvollziehbar, was tatsächlich passiert in meiner Infrastruktur. Weil ich kann jederzeit in meinem GitLab Repository, wo mein Code für bestimmte Umgebung liegt, nachvollziehen, was eben jetzt gerade konfiguriert ist und draußen ist in meiner Infrastruktur und wer eventuell auch was daran geändert hat. Skalierung und Geschwindigkeit, ganz klar. Keine Ahnung, 50 Netzwerk-Switches oder Storage-Systeme oder Storage-Volumes manuell zu konfigurieren, dauert wesentlich länger, als das ein File herzunehmen und mit Terraform zu provisionieren oder auch mit anderen Tools wie Ansible. Dadurch habe ich sehr hohe Geschwindigkeit bei der Umsetzung von dem, was ich machen möchte.
Und zu guter Letzt, ich kann wirklich komplette IT-Prozesse mit Infrastructure as Code abbilden. Also steht man unter diesen Prozessen im Prinzip den kompletten IT-Infrastructure Lifecycle. Also man fängt wirklich bei D0 an, schreibt oder überlegt sich, welche Anforderungen habe ich an meine neue Umgebung zum Beispiel, überlegt sich das Design und Architektur und geht dann her und gießt das Ganze und schreibt, beziehungsweise schreibst das Ganze in Code runter. Day One wäre dann Setup, Installation und Konfiguration von diesem Code. Also ich kann wirklich mit mehr oder weniger einem Befehl dann meine komplette Umgebung hochfahren und konfigurieren. Dann haben wir das klassische Day 2 to N Operations-Thema. Ja, also ich muss ja meine Infrastruktur und meine Umgebung, die ich damit provisioniert habe, auch entsprechend warten. Ich muss es eventuell optimieren. Ich muss Updates einspielen, neue Versionen von irgendwelchen Software oder Middleware zum Beispiel installieren. Also alle diese Themen kann ich ebenfalls über diese Tools mit abwickeln. Und zu guter Letzt, was gern vergessen wird, Ressourcen, die nicht mehr benötigt wird, löschen. Ja. Geht ebenfalls sehr einfach mit Infrastructure as Code, wenn ich meine Umgebung oder mein System, das ich anfangs aufgesetzt habe damit und provisioniert habe, kann ich mehr oder weniger mit einem Befehl komplett wieder abräumen und löschen. Kommen wir zu Terraform selbst. Terraform ist im Prinzip ja meine Grundlage für die Infrastrukturautomatisierung und für Infrastructure as Code. Wichtige Merkmale von dem Tool sind, dass es herstellerübergreifend ist. Also ich kann wirklich zahlreiche Hersteller damit bedienen bzw. managen. Es ist Multicloud-fähig, egal ob ich jetzt da also die großen Hyperscaler sind sowieso dabei, AWS, Google Cloud, Azure und so weiter. Und ich kann aber auch On-Prem, also in meinem Rechenzentrum, Infrastruktur damit verwalten. Terraform fokussiert sich auf die Nutzung von APIs. Ja, also die Leute, die vielleicht Ansible kennen, Ansible geht über SSH auf die Systeme drauf und konfiguriert die. Terraform nutzt die APIs, die Hersteller bei ihren Produkten oder Technologien sowieso mit anbieten und nutzt dann sogenannte Provider als Abstraktion von diesen APIs. Also entweder die Hersteller selbst oder bei gewissen großen Herstellern geht auch HashiCorp selbst her und programmiert Provider. Das sind, kann man wie Plugins verstehen, die dann die Kommunikation übernehmen zwischen Terraform und der API von dem jeweiligen Hersteller und übersetzen dann quasi die jeweiligen Konfigurationsobjekte, Befehle etc. Spezifisch für diesen Hersteller. Und da gibt es mittlerweile eine riesen Fülle an Providern von verschiedensten Herstellern. Es sind mittlerweile, ich glaube, 3.000 oder 4.000, die es da gibt. Werde ich auch kurz später nochmal herzeigen, die man da nutzen kann. Terraform nutzt den sogenannten deklarativen Ansatz beim Schreiben von diesem Konfigurationscode. Im Gegensatz zum Beispiel bei klassischen Skripten oder bei Ansible, wo ein imperativer Ansatz genutzt wird. Was ist der Unterschied? Imperativ bedeutet, ich muss wirklich genau wissen, in welchen Reihenfolge, in welchen Schritten und mit welchen Befehlen zum Beispiel ich gewisse Dinge auf dem Zielsystem tun muss und die dann auch in die richtigen Reihenfolge runterschreiben. Ja, Scripting, wer selber scriptet, kennt's, um ein Ziel zu erreichen, ja, dass ich mir dann zum Beispiel meine VM mit bestimmten Settings konfiguriere oder ein gewisses Storage-Volume anlege irgendwo. Der deklarative Ansatz, den Terraform nutzt, ist, ich muss eigentlich nur beschreiben in dem Code, was ich haben will und wie es aussehen soll. Wie das passiert, also wie das am Zielsystem dann umgesetzt wird, das weiß quasi Terraform bzw. der Provider, den ich für mein Zielsystem nutze über Terraform. Also ich kann ganz simpel ein Objekt beschreiben, ich zeige es dann auch gleich nachher in einer kurzen Demo kurz her und sage, das und das möchte ich haben, das soll so und so ausschauen, klicke quasi oder führe den Befehl aus und dann wird es provisioniert. Großer Komfortgewinn und spart mir auch einiges an Arbeit.
Ja, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, die Sprachen, die Terraform einsetzt, sind HCL, also das ist die hauseigene Sprache von HashiCorp. Ich kann aber auch JSON nutzen, wenn ich es möchte. Und Terraform ist als Single Binary für alle gängigen Betriebssysteme verfügbar, eben von Linux angefangen über macOS, Windows, FreeBSD und auch für die gängigen Architekturen. Das Binary stellt mir gleichzeitig die CLI zur Verfügung. Das heißt, wenn ich Terraform runterlade, habe ich ein Binary auf meinem System, das ich dann dafür nutzen kann und über die CLI dann meine Infrastruktur damit verwalten kann. Kurz die Funktionsweise von dem Provider noch einmal erklärt. Wenn ich ein bestimmtes Produkt von einem bestimmten Hersteller habe, dann kann ich in die Terraform Registry schauen, das ist auf der Website von HashiCorp, eigener Bereich, ob es dort für diesen Hersteller einen Provider gibt. Mittlerweile in den meisten Fällen, Gott sei Dank, ja. Und dort ist dann auch genau dokumentiert, wie ich diesen Provider in mein Terraform-Skript einbauen muss, um ihn nutzen zu können, wie ich ihn konfigurieren muss. Und dort ist auch die komplette Dokumentation vorhanden, welche Objekte, welche Configurations ich damit managen, verwalten, provisionieren kann auf diesem Zielsystem. Genau, und dann habe ich auf der linken Seite mein Terraform-Binary, das über diesen Terraform-Provider mit der Ziel-API auf dem Zielsystem oder meiner Zielumgebung kommuniziert und meine gewünschten Schritte umsetzt. Von diesen Providern gibt es im Prinzip in der HashiCorp Registry vier verschiedene Kategorien, die entsprechend getaggt sind. Es gibt die offiziellen Provider, die selbst von HashiCorp entwickelt wird. Also das sind dann sowohl Provider für die eigenen hauseigenen HashiCorp-Tools. Zum Beispiel kann ich einen Provider für Vault nutzen, zeige ich dann auch kurz später her. Und gibt aber auch Provider zum Beispiel für AWS, die von HashiCorp selbst entwickelt werden. Dann gibt es die Verified-Provider von Technologiepartnern. Bekanntes Beispiel wäre zum Beispiel Cisco, VMware. Das sind entsprechend Verified-Provider, für die es dann auch für Enterprise-Kunden entsprechend Support gibt. Dann gibt es eine riesige Anzahl an Community-Providern, sprich aus der Open-Source-Community bereitgestellte Provider für verschiedenste Tools, für die es vom jeweiligen Hersteller oder vom jeweiligen Tool keinen offiziellen Provider gibt. Und dann zu guter Letzt noch Archived, sind einfach Provider, die ja nicht mehr genutzt werden oder veraltet sind und nicht mehr gepflegt werden. Kurz noch zum Workflow. Wie benutzt man Terraform prinzipiell? Als erstes schreibe ich meinen Code in diesen Terraform Configuration Files, lege dafür in den allermeisten Fällen ein entsprechendes Git-Repo an auf meinem Git-System und checke dann diese Configuration Files aus auf meinem lokalen System. Im zweiten Schritt gehe ich dann her und mache mit einem Terraform Plan in der Kommandozeile quasi eine Planung von dem, was provisioniert werden soll mittels dieser Skripte. Also Terraform verbindet sich dann erstmals auf die API von dem Zielsystem, schaut, was ist dort gerade aktuell konfiguriert, matcht das irgendwie mit dem, was ich gerade erreichen möchte, sind da irgendwelche Änderungen eventuell drin und am Ende gehe ich dann mit einem Terraform Apply her und provisioniert tatsächlich das, was ich vorher geplant habe in meiner Umgebung. Und zum Schluss, nach dem Apply, schreibt Terraform den letztaktuellen Zustand, das sieht man wieder ganz oben rechts, in sogenannte State-Files. Also es sind quasi große Text-Files in HCL, die mir genau den letztaktuellen Zustand in meiner Umgebung beschreiben. Also Terraform weiß anhand dieser State-Files auch, was draußen in meiner Umgebung ist. Ich kann da auch dann entsprechend nachschauen. Das ist da alles drin mit dokumentiert und kann die auch eventuell für Backup oder Disaster Recovery hernehmen, wenn ich meine Umgebung irgendwann mal neu provisionieren möchte. Gut, dann zeige ich das schon mal ganz kurz her. Ist wirklich ein ganz simples Beispiel eigentlich, wie man jetzt in AWS was provisioniert. Also ich habe jetzt AWS als Beispiel hergenommen, weil es relativ bekannt ist und einfach zu verstehen ist.
Das ist mein Git Repository und in dem Fall habe ich wirklich nur einen einzigen File drinnen, das main.tf. Und in diesem main.tf ist alles drinnen, was ich jetzt brauche, um eine EC2-Instanz auf AWS zu provisionieren. Ganz oben, ich hoffe, man sieht es halbwegs, ja. Ganz oben als erstes konfiguriere ich den Provider, den ich nutzen möchte. Den Pfad gebe ich an, in welchem Repository der liegt. In dem Fall ist es eben von HashiCorp selbst, der AWS-Provider. Ich kann auch noch ganz genau die Version angeben, die ich nutzen möchte von diesem Provider. Und konfiguriere mit diesem Code-Teil rein. Genau, zu dem Provider noch ganz kurz einen Blick auf das Repository von Terraform. Also hier auf Registry Terraform.io hat man den Überblick über alle verfügbaren Provider und hier stechen einem gleich die großen Cloud-Provider ins Gesicht. Gibt aber eben eine Vielzahl von Providern für sämtliche Technologiebereiche, sind auch entsprechend kategorisiert. Und wenn man jetzt auf einen Provider draufklickt, dann kriegt man hier kurz Beschreibung. Da oben, wenn man Use Provider ist, kriegt man entsprechend das Code-Snippet raus, wie man es konfigurieren muss in seinem Terraform-Skript, damit man es nutzen kann. Und dann gibt es natürlich eine ganz ausführliche Dokumentation, wie man diesen Provider zu nutzen hat, welche Objekte man jetzt in diesem Fall zum Beispiel auf AWS eben damit provisionieren und managen kann. Für wirklich jedes Objekt dann gibt es entsprechend ausführlichste Dokumentation und Beispiele. Genau, dann hätten wir unseren Terraform oder beziehungsweise unseren AWS-Provider konfiguriert. Als nächstes, oder beziehungsweise initialisiert so, dann müssen wir noch konfigurieren, welche, in diesem Fall sind es nur ein paar Beispiele, welche Region möchte ich nutzen in meiner AWS? Ja? Besser? So. Und meine Zugangsdaten, die ich dafür brauche, um auf meine AWS-Umgebung zuzugreifen. Und ganz unten dann tatsächlich die Ressource, die ich provisionieren möchte. In dem Fall ist es einfach eine EC2 AWS-Instanz. In dem Fall nenne ich sie einfach, man vergibt immer einen Tag, damit man sie im Terraform-Skript auch immer wieder verwenden kann, beziehungsweise man kann dann entsprechend aus anderen Skripten heraus darauf verweisen. In dem Fall nehmen wir es einfach Main, welchen Army-Typ, welchen Instance-Type und dann vergibt man noch ein paar Tags, wie zum Beispiel den Namen dafür und wer der Owner ist. Ein, sagen wir mal so, großes No-Go ist mir hier schon passiert. Dürfte wahrscheinlich jeder entdeckt haben, Access Key und Secret Key im Code auf keinen Fall. Ich habe es hier absichtlich gemacht, um dann quasi so den Sprung auch nachher zu Vault zu schaffen. Das macht man natürlich auf keinen Fall, dass man die Credentials direkt in den Code mit reinpackt. Wenn man jetzt kein System hat, das einem die Credentials oder die Secrets, die man da verwendet, verwaltet, wie zum Beispiel Vault von HashiCorp, dann gibt man solche Secrets an Terraform, zum Beispiel über Environment-Variable in meiner Konsole mit. So dass sie zwar bei mir im System irgendwo definiert sind, aber auf keinen Fall irgendwo in einem öffentlichen oder zumindest firmenweiten Code-Repository landen. Ja. So, dann haben wir unseren Code, den haben wir lokal ausgecheckt. Ich wechsle kurz ins Verzeichnis rein. So, da ist mein Terraform-Skript. Wenn ich dieses Repository das erste Mal irgendwo provisionieren möchte, muss ich noch mit einem Terraform Init quasi den Provider initialisieren. Terraform geht dann her und sucht im Repository den richtigen Provider, lädt das entsprechende Binary runter lokal hier auf mein Notebook. Und wir sehen es dann auch hier, sind zwei, ein Ordner und ein File dazugekommen. Und in diesem versteckten .terraform Ordner, können wir ganz kurz reinschauen, da ist dann entsprechend der AWS-Provider für auch meine Architektur drin. Ist im Prinzip ein Binary, das alle Funktionalitäten beinhaltet, um diesen Provider nutzen zu können. So. Und dann kann man schon auf Terraform
Plan ausführen. Dauert einen kurzen Moment. So, und Terraform checkt dann in meinem AWS-Account bei diesem Plan eben, gibt's diese Instanz vielleicht schon, ist da einfach nur ein Update zu machen oder irgendwie eine Konfiguration zu ändern. In dem Fall wird es komplett neu created und das zeigt mir im Output genau an, was es neu hinzufügt, mit grünen Plus markiert. Da unten haben wir zusammengefasst, ein Objekt wird neu hinzugefügt, keines wird geändert und keines wird zerstört. Gut, alles grün, Terraform Apply. Bevor wir da jetzt das ausführen, noch der Beweis, dass keine Instanzen provisioniert sind. So, dann muss ich das mit Yes bestätigen. Dauert immer ein paar Sekunden. Schauen wir mal kurz rüber, ob das schon... Ja, da ist unsere VM. Und dauert noch, bis es ein bisschen initialisiert ist, bis die tatsächlich läuft. Aber im Prinzip, VM ist provisioniert mit dem entsprechenden Namen. Hat auch ganz klassisch AWS typisch die eine öffentliche IP zugewiesen bekommen und so weiter. Also hat funktioniert. Genau. Und hier haben wir nochmal die Zusammenfassung, was passiert ist. So, und jetzt haben wir noch diesen Terraform State File. Und da kann ich dann wirklich, da ist wirklich komplett zusammengefasst, was ich jetzt provisioniert habe. Hat auch entsprechend was drinnen. Die IP-Adressen, also wirklich der aktuelle Stand von dem, was ich provisioniert habe, ist da drinnen. Ganz wichtig auch, State-Files nie ins Git-Repository mit reinpushen, weil da entsprechend auch, je nachdem, was ich benutze für eine Technologie, Credentials oder so ähnliches oder Keys drinnen sind. Also State-Files immer lokal behalten, beziehungsweise wenn ich wirklich große Infrastrukturen damit verwalten will und natürlich entsprechend viele State-Files habe, gibt es auch Möglichkeiten, die extern auszulagern auf irgendein Storage-System und dort verschlüsselt abzulegen. Gut. Dann gehen wir wieder kurz zurück. Achso, genau, Terraform Destroy. Gleiches Prinzip, sagt man, was es zerstören will, ich muss es kurz bestätigen und ein paar Sekunden später dann ist die Instanz wieder weg. So, jetzt haben wir das Thema gehabt, dass wir Secrets direkt im Terraform-File gehabt haben. Jetzt gibt es eine Möglichkeit mit einem weiteren Tool von HashiCorp, ich gucke wieder auf die Präsentation, nein, falsch. Secrets zu verwalten. Was sind Secrets? Im Prinzip alles, was irgendwie dazu benutzt werden kann, um auf Systeme, Applikationen, Tools so weiter zuzugreifen. Also für den Bereich Authentifizierung, Username, Passwort, zum Beispiel API-Keys, Zertifikate, Tokens. Das alles sind Secrets, die man normalerweise einsetzt. Aber auch für die Autorisierung selber, zum Beispiel Berechtigungen, die an bestimmten Benutzer gebunden sind, beziehungsweise Policies oder auch Rollen, zählen als Secret. Welche Herausforderungen gibt es mit diesen Secrets? Ja? Ich muss irgendwie Identitäten zuweisen. Also wenn ich jetzt irgendwo ein Passwort, einen Username habe, gehört der zu einem Menschen, gehört er zu einer Maschine, zum System, sollte ich irgendwo wissen. Ja? Dann sollte ich es irgendwo zentral verwalten können. Ja, oft hat man so, man setzt vielleicht verschiedene Cloud-Umgebungen ein oder hat lokal in seinem Datacenter verschiedene Systeme und dann habe ich überall entsprechend auf diesen Systemen oder in den User-Management-Systemen meine ganzen Accounts mit entsprechenden Passwörtern und ich hätte aber vielleicht wirklich gern über alle diese Systeme weg ein zentrales Management, eine Umgebung, worüber ich das managen kann. Genau, Multicloud haben wir schon gerade kurz erwähnt. Wenn ich mehrere Clouds einsetze, ich möchte das Management für
verschiedenste Clouds eventuell nutzen. Dann statische, dynamische Secrets. Statische Secrets sind so klassischer Username-Passwort, die man einmal anlegt, die dann immer gültig sind. Passwörter sollten natürlich regelmäßig rotiert werden. Fakt ist leider, dass es oft vergessen wird, nicht getan wird. Und das möchte ich irgendwie abwickeln und auch eventuell die Nutzung von dynamischen Secrets, also Secrets, die tatsächlich erst dann existieren, wenn ich sie tatsächlich brauche. Und nur dann. Ja. Dann weitere Themen, über die man sich oft Gedanken machen muss. Die Lebensdauer von Secret. Wie lange soll das Secret überhaupt gültig sein? Widerruf, wenn es einen Einbruch gibt in meine Systeme, wie kann ich möglichst schnell Secrets deaktivieren? Und also Themen wie Usability, also wie gut benutzbar ist mein Secrets Management System, Disaster Recovery und Compliance. Also gerade in Unternehmen sehr wichtige Punkte. Ja, und dafür ist eben Vault gedacht als zentrales Management-System für Secrets. Ich kann dort statische Secrets verwalten, ich kann dort dynamische Secrets verwalten und eben darüber generieren und anlegen und dann darüber den Zugriff auf meine Systeme oder auf meine Umgebungen gewährleisten. Ich kann es aber auch nutzen, um zum Beispiel Daten zu verschlüsseln. Und um auch Secrets zu widerrufen. Ja, also wenn es wirklich ein Security-Incident gegeben hat, kann ich dann darüber meine Secrets ja, deaktivieren, löschen, sodass da keiner mehr Zugriff drauf hat. Verwaltung von Vault grundsätzlich über GUI, CLI oder die API. Die GUI und die CLI sind im Prinzip nur Wrapper für die API. Vault ist identitätsbasierend, das heißt, hinter jedem Secret steckt eine Identität, das kann dann entweder ein Mensch oder Maschine sein, also Maschine, Applikation, System, was auch immer. Es ist rollenbasierend, also ich lege immer oder weise diesen Identitäten dann entsprechende Rollen zu. Und was auch wichtig ist, ich muss immer eine Policy zuweisen, weil Default ist im Vault immer alles denied. Also gibt es keine entsprechende Policy dafür, dann hat diese Rolle bzw. diese Identität auch keinen Zugriff auf irgendwas. Ich muss wirklich genau definieren, mit Hilfe von einer Policy, worauf jemand oder ein System Zugriff haben soll. Und es bietet auch integriertes Auditing. Ganz wichtig, dass ich eben nachvollziehen kann, wer nutzt welche Secrets, wie oft, von wo, etc. Wenn ich einen Vault-Server starte, ist der standardmäßig sealed, also versiegelt. Und ich muss den quasi erst ansiegeln, damit ich den Vault-Server überhaupt nutzen kann und damit der Vault-Server auf diese Secrets-Daten zugreifen kann. Und damit ich als Root darauf zugreifen kann, kann ich mich auch nur mit einem Quorum einloggen. Das heißt, beim produktiven Vault-Server, wenn entsprechend wird ein Root-Key generiert, der aber wiederum verschlüsselt ist und nur mit mehreren Keys, die jeder ein Teil davon sind, entschlüsselt werden kann. Und tatsächlich kann ich dann erst mit dem Rootkey auf den Vault-Server zugreifen. Dadurch habe ich Möglichkeiten, dass nicht eine einzige Person im Unternehmen auf Root-Zugriff hat und den Rootkey hat, sondern ich kann ihn wirklich aufteilen auf mehrere Personen. Die müssen sich dann im Fall der Fälle zusammenfinden und ihre Key-Teile quasi eingeben ins System und erst dann habe ich den Vault funktionsfähig. Vault unterstützt verschiedenste Storage-Backends, wo es seine Secrets-Daten ablegt, verschiedenste Authentifizierungsmethoden und verschiedenste Secret-Engines, also so, dass ich dann entsprechend Secrets auf meinen Umgebungen, auf meinen Cloud-Umgebungen zum Beispiel eben managen kann. Und genauso wie Terraform, Single Binary für alle gängigen Betriebssysteme. Und wenn ich mir das Binary runterlade von der HashiCorp-Seite, dann ist das auch gleichzeitig nicht nur mein CLI-Tool, sondern ist auch tatsächlich mein Server. Also ich kann mit Vault entweder lokal bei mir im Notebook oder eben auf dem Serversystem in meinem Rechenzentrum mit diesem einzelnen Binary den Server starten. Ganz high level kurz die Architektur erklärt. Ich gehe jetzt nicht ins Detail, nur damit man es gesehen hat. Der große mittlere Teil ist quasi mein Vault-Server.
besteht aus verschiedensten Modulen und ist durch, Hashicorp nennt es die Barrier, geschützt. Also alles, was da drin passiert, ist verschlüsselt mit der AES 256 und alles, was nach oben hingeht Richtung Clients oder Systeme, ist entsprechend TLS verschlüsselt und auch Richtung Storage-Backend wird alles entsprechend verschlüsselt abgelegt. Ja. Also Vault, alles, was außerhalb vom Vault-Server passiert, betrachtet Vault als unsicher, als nicht vertrauenswürdig und dementsprechend ist alles verschlüsselt. Ja, auch ganz kurz der Workflow von Vault. Die Clients authentifizieren sich am Vault-Server. Der validiert die Identität von dem Client, der sich da verbindet, gegen die entsprechenden Tools. Darf der überhaupt Zugriff haben? Dann, wenn das passt, mit den entsprechenden Policies, mit den entsprechenden Vault-Policy, autorisiert der Vault den Client auf das System und erst dann bekommt der Client die entsprechenden Secrets mitgeteilt, ausgetauscht, um auf das System, um auf das Zielsystem zugreifen zu dürfen. So, ein cooler Use Case von Vault sind eben dynamische Secrets. Das heißt, ich kann Secrets wirklich dynamisch generieren und anlegen, nur dann, wenn sie benötigt werden. Also diese Secrets existieren quasi erst dann, wenn ein System sich am Vault oder ein Client sich am Vault anmeldet. Hallo, ich brauche jetzt hier Zugriff auf AWS zum Beispiel oder in diesem Beispiel hier jetzt auf meine Datenbank. Und Vault teilt dann das Secret mit. Beispiel Datenbank haben wir eben hier. Eine Applikation möchte auf eine zentrale Datenbank zugreifen. Initial muss der Admin, also der Vault-Admin, der den Vault-Server administriert, eine Datenbank-Secrets-Engine konfigurieren im Vault. Dann kreiert er entsprechende Rollen für diese Applikation und für die Datenbank. Und die Applikation requestet dann am Vault-Server die entsprechenden Credentials, um auf die Datenbank zugreifen zu dürfen. Der Vault-Server schickt die der Applikation oder legt in diesem Moment diese Credentials auf der Datenbank an so und teilt sie dann der Applikation mit. Die Applikation kann dann mit der Datenbank kommunizieren und nach einer gewissen TTL, also einer Least Time, die ich definieren kann, wird dieses Secret wieder gelöscht. Und existiert dann auch tatsächlich auf der Datenbank, beziehungsweise auf meinem Datenbanksystem nicht mehr. Also kann man so weit runterdrehen, dass es wirklich so ist, mit jeder neuen Kommunikation, die diese Applikation durchführt, wird es ein neues Secret generiert kriegen, das auf der Datenbank angelegt wird und ein paar Sekunden später wird es wieder gelöscht werden. Und selbst wenn dieses Secret irgendwo in Umlauf gelangt, es existiert nicht mehr auf der Datenbank, keiner kann darauf zugreifen. Ganz high level. So, weiterer Use Case wäre unsere AWS-Umgebung. Die Entwicklungsabteilung oder das Entwicklungsteam in unserem Unternehmen nutzt AWS für ihre Tests, provisioniert da drauf und runter und hat halt vollen Zugriff drauf, kann im Prinzip machen, was es will. Und wie es so oft der Fall ist, werden halt auch die Passwörter oder die Keys nicht rotiert und liegen dann ewig herum, landen dann eventuell irgendwann hardcoded in irgendeinem Code-File drinnen und schon habe ich mir riesige Sicherheitslücke geschaffen. Und um das zu umgehen, kann man auch für AWS entsprechend dynamische Secrets nutzen. Ich zeige das jetzt kurz wieder hierher in unserem Repo, die entsprechenden Konfigurationsfiles. So, im Prinzip habe ich jetzt hier zwei Ordner, den TF Operator und den Vault Admin. Soll im Prinzip zwei unterschiedliche Rollen oder Personen im Unternehmen darstellen. Der Vault Admin ist der, der meinen Vault Server verwaltet und der TF Operator ist mein, sagen wir mal, Developer, der mit Terraform auf meiner AWS oder in meiner AWS-Umgebung was provisionieren möchte. So, der Vault Admin nutzt eben den Vault Provider, um auf meinem Vault Server die Secrets Engine für AWS zu konfigurieren. Braucht natürlich selbst einen entsprechenden Zugang oder Secrets, um im,
in meiner AWS-Umgebung was tun zu dürfen. Also AWS hat dann Zugriff entsprechend Vault hat dann entsprechend Zugriff auf AWS, aber eben nur der Vault direkt. Ja. Alle anderen authentifizieren sich dann über den Vault bei AWS. So, dann setze ich hier eben diese TTLs, wie lange diese Secrets gültig sein dürfen, gebe dann auch entsprechende Policy mit, was dieser Terraform-User tun darf, in dem Fall zum Beispiel IAM-Rollen anlegen und EC2-Instanzen provisionieren und gebe das Ganze dann noch in Variablen mit. Genau, das ist im Prinzip alles, was ich brauche, um auf meinem Vault das zu konfigurieren, die Secrets Engine. Und der Vault Operator selber hat dann seine bekannten Terraform-Files, um EC2-Instanzen zu provisionieren. Hier entsprechend holt er sich aber dann die Credentials vom Vault-Server. Genau. Und da unten sehen wir wieder noch ein bisschen mehr, mehr Terraform-Code, um eben zum Beispiel auch mir aus meiner AWS-Umgebung gewisse Details rauszufiltern, die dann in Variablen zu schreiben, die ich dann für meine Ressourcen nutzen kann. Also ich habe zum Beispiel hier jetzt nicht mehr so wie im vorigen Beispiel fix definiert, welche AMI-Type ich oder ID ich nutzen möchte oder nutzen muss, sondern ich kann das auch über Variablen machen, die ich entsprechend entweder on the fly raussuche aus meiner AWS-Umgebung oder die ich hier in eigenen Variablen-Files vorher schon definiere. Also zum Beispiel hier den Instance-Type T2Micro, den kann ich dann hier im Variablen-File zentral setzen und entsprechend wird er dann in meinem Terraform-Skript genutzt. So, jetzt sind wir schon langsam knapp mit der Zeit. Um Vault zu starten, einfaches Kommando, ja, Vault-Server, und in dem Fall im Dev-Mode, da spare ich mir das ganze Ansiedeln, also das Entsiegeln von dem Vault-Server, und ich kann auch gleichzeitig den Root-Token selber setzen, also gut zum Üben, gut für Beispiele. Und ja, Vault-Server ist gestartet und ich kann den jetzt hier über die URL in meinem Browser aufrufen, hab da meine GUI. Und im Prinzip ist das wenig spektakulär, die GUI von Vault. Kann dann auch über die GUI hier meine Secrets verwalten, meine Policies und vieles mehr. Ja. Genau. So, und um jetzt den Vault zu konfigurieren, gehen wir in das eine Verzeichnis vom Vault Admin. Machen hier das Terraform Init, wenn wir es das erste Mal aufrufen, um den Provider zu konfigurieren bzw. runterzuladen. So, dann machen wir ein Terraform Plan. Passt auch alles grün, legt man dann entsprechend die Secrets Engine an im Vault. So, und wir sehen jetzt hier entsprechend die Secrets Engine, die konfiguriert worden ist, mit der entsprechenden Rolle. Und da sehen wir auch gleich die Policy, die wir in dem Terraform-Dokument definiert haben, mit drinnen. So, und jetzt kann der Operator, der Terraform-Operator, hergehen und seinen Code im Prinzip ausführen. Ebenfalls wieder Terraform Init. Da sieht man gleich, er braucht zwei Provider, Vault und AWS. Ja, dauert immer ein bisschen, okay. So, dann schauen wir zuerst kurz wieder in unsere Instanzen rein. Da läuft nichts. Und dann schauen wir auch noch hier in unsere IAM-Management rein. Da haben wir den User von vorher, den wir für das vorige Beispiel benutzt haben. Und wir haben den User für Vault drinnen. So, und wenn wir jetzt ein Terraform Plan machen, greift Terraform schon auf AWS zu,
Und wir sehen, wir haben hier entsprechend einen neuen Benutzer angelegt bekommen mit einem Hash dahinter, den jetzt Terraform nutzt, um auf AWS zuzugreifen. So, und jetzt haben wir hier den Output, was es provisionieren wird. Und in dem Beispiel waren es, glaube ich, genau, 3 Instanzen, die wir jetzt dann haben müssten. Liest noch die Credentials. Genau, und wir sehen auch hier beim zweiten Zugriff, jetzt hat es wieder einen neuen Benutzer generiert bekommen, den jetzt unser Terraform beim Apply benutzt, um die Instanzen zu provisionieren. Bestätigen. Dauert einen kleinen Moment. Ja, und da haben wir schon die ersten 2, die dritte wird wahrscheinlich gleich kommen. Genau. Und schon haben wir provisionieren können, ohne dass sich der Terraform-User direkt auf AWS authentifizieren muss, sondern eben alles über den Vault. Und eigentlich müssten wir es schon sehen, wird noch ein bisschen dauern. Sobald der Terraform fertig ist und diese Secrets auch nicht mehr verwendet, werden sie nach Ablauf von der TTL entsprechend wieder von Vault auf AWS gelöscht. Genau, jetzt haben wir schon eine weniger. Und ja, sollte selbst wenn die inzwischen irgendwie öffentlich geworden wäre, hat jetzt derjenige keine Möglichkeit, auf meinen AWS-Account zuzugreifen. Gut. War ein bisschen sportlich mit der Zeit. Das war es im Prinzip schon. Wollte es eben ganz kurz vorzeigen, wie das funktioniert. Es gibt extrem viele Tutorials und so weiter auf der HashiCorp-Seite, wo man das alles durchspielen kann, die verschiedensten Use Cases, sehr zu empfehlen. Auch mit entsprechenden cloud-basierten Übungsumgebungen. Und ja, wenn es Fragen gibt, gleich da vorne draußen haben wir einen Infostand, NTS, und gerne vorbeikommen. Ich bin noch bis 18 Uhr da mit meinen Kollegen. Dann können wir gerne entweder über das Thema plaudern oder über was anderes. Gut, vielen Dank.